hab Schiss, da tatsächlich Löcher reinzubohren. Die ganze Karosserie ist verbeult, es sieht aus wie ein Riesendrama, das ist so schlecht, Leute, ne? Es wird spannend, Leute, wird es passen, passt es nicht? Eieiei, das ist aber... Yes! Einen wunderschönen guten Tag, Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es mal wieder bei dem Sprinter weiter, das Wetter ist wunderschön, ich habe wieder so ein bisschen Euphorie, der Schnee ist endlich weg und jetzt kann es langsam vorangehen. Das wundervolle Gefährt braucht heute mal wieder ein bisschen Liebe und ich habe mir gedacht, beziehungsweise habe ich so ein bisschen auch die Kommentare von euch zu dem letzten Video durchgestöbert, eine Szene ist euch tatsächlich aufgefallen, mir nicht so, es war meine Schuld, dass die Schraube abgebrochen ist, weil ich die festgezogen habe und nicht gelöst habe. Also danke für den Hinweis. Ja, viele Leute haben reingeschrieben, was man hier dran verändern soll noch. Ich habe auch ein Posting auf Instagram gehabt zu dem Thema, was man an diesem Auto noch verändern sollte. Und ja, ganz wichtig, ein Dachträger, Scheiben müssen rein und hier. Ein Schnorchelmuster dran und genau das werde ich heute in dem Video machen. Eigentlich braucht man das Ding jetzt nicht, weil es ist kein echter Allrad und ja, letztendlich würde ich glaube ich nie so die wirkliche Watttiefe fahren, dass ich diesen Schnorchel gebrauchen könnte. Aber Leute, es sieht geil aus, ich möchte den dran bauen. Der ist nicht ganz so billig, der war glaube ich mit 290 Euro bei eBay ja schon so das Premium-Ding, aber ja, der Hersteller Bravo Snorkel ist bekannt für gute Qualität und jetzt setzen wir das Ding mal da dran. Ich hoffe, es ist kein Akt. Ich bin echt gespannt, weil ich muss definitiv wieder in die neue Karosserie ein Loch bohren. So, was ist drin in der wundervollen Kiste? The European Genie. EEC zertifiziert, 5 Jahre Garantie und keine Ahnung, was es ist. Bravosnorkel.com. Das Ding ist jetzt noch in Standard Schwarz. Ich würde es auch tatsächlich nicht in Raptor machen. Ihr habt ja gesehen, bei meinem Auto sind alle Anbauteile in Raptor Schwarz. Ob es jetzt die Stoßstange ist, ob es die Spiegel sind, ob die Türgriffe zum Beispiel auch in Raptor Schwarz lackiert wurden. Würde ich aber hier den Kontrast, glaube ich, mit diesem schwarz, ja, satiniert glänzenden Schnorchel so lassen, weil der Dachträger hat ja auch diesen schwarz satinierten Look und nicht hier diesen Raptor-Lack drauf. Also man muss sich jetzt nicht übertreiben, das ist alles soweit geraptort und jetzt machen wir hier schön das wundervolle Ding dran. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. So, was ist in der Kiste drin? Es ist ein... Oh, krass. Der sieht schon so aus wie so ein Raptor-Schnorchel. Das Wichtigste... So, noch was da drin? Genau, oh, die ist auch der Einbauanleitung. Ja, einige Adapter. Ich würde sagen, wir gucken direkt mal in die Betriebsanleitung rein. Es sollte, ich habe zumindest schon mal so ein paar Videos gesehen, relativ simpel passieren. Ja, das ist jetzt kein Hexenwerk. Es ist so ein bisschen fummelig, so die Nieten da gleich reinzukriegen, aber jo, das ist nicht der Weltuntergang. Anbauanleitung? Nee. Okay, Anbauanleitung gibt's nicht. Ja gut, ein Stück Pappe ist dabei. Dann steht nochmal drauf, wo diese Dinger passen, beziehungsweise welche Zulassung die alle besitzen. Crafter hatte, Amarok hatte, Toyota Hilux, Jimny gibt's auch. Was gibt's noch? Isuzu, Jeep, Land Rover, Mercedes, G-Klasse Sprinter und ein Ford Ranger. Also wenn ich mir den Haufen hier so anschaue, würde ich sagen, das Ding ist selbsterklärend. Wir haben hier so ein paar Anbauteile. Hier ist glaube ich das Wichtigste drin, das ist der Halter oben für den Holm, wo dann letztendlich der Schnorchel fixiert wird. Das ist die Bohrschablone, da können wir direkt mal gucken, ob die passt. Geht das um Millimeter bei der Montage von dem Ding? Nee, ne? Sag mal hier dran irgendwie die Schablone, so dass überall der gleiche Abstand ist. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus, zack. Ich hab Schiss, da tatsächlich Löcher reinzubohren, aber wir müssen da jetzt durch das Spiel. Ja, wird gehen. Ich sag mal, theoretisch würde ich sagen, ja, so sieht das gut aus, ne? Da passt das, der Abstand ist der gleiche. Jetzt habe ich natürlich kein Panzerband da, aber ich hoffe, das Zeug hält jetzt auch hier auf dem Wagen. Nee, natürlich hält das. Doch, das hält, das sieht gut aus. So, Stiftchen an der Sonne. Und jetzt schauen wir mal einfach an, das Ding, das hält. Das ist fixiert, der Abstand passt auch. Hier sieht das gut aus, da ist ein Abstand da, da ist ein Abstand da. Das sieht top aus, hoffe ich. Jetzt zeichnen wir hier einfach nur noch vorsichtig die Rundung ein. Da haben wir noch ein Löchlein und da haben wir ein Löchlein. So, Schablönchen vorsichtig abnehmen. Jetzt haben wir hier unseren Kreis. Machen wir gleich jeweils ein Kreuz rein, bohren ein kleines Löchlein vor und dann nehmen wir uns das Plättchen hier raus. Ich hoffe, das ist richtig. Wenn das jetzt nicht passen sollte, dann ist das ein bisschen... Das wird schon gehen. Jetzt weiß man auch nicht, welche Bohrlöcher, welche Größe wir da verwenden müssen. Also wir haben hier... Ja gut, das wird der Ring sein, letztendlich, um diese Ente hier oben damit zu fixieren. Das heißt, wir können das erstmal beiseite legen. Dann haben wir Schlauchschellen. 1, 2, 3, 4 für zwei Gummischläuche plus diesen Adapterring. Dann heißt, das Ding ist auch raus und der Rest ist jetzt nur noch der Haufen an Zeugs hier.
Jo, Leute, zwei Schrauben für unten, das werden höchstwahrscheinlich die Dinger sein und der andere wird oben in dem... umgekippt. Okay, Einpressgewinde haben wir da. Das heißt, dieser Bohrdurchmesser muss da definitiv rein, damit wir hier die Gewinde setzen können. Da oben an dem Holm. Letztendlich wird dann das Ding montiert, direkt mit dem Schnorchel. Zwei Schrauben sitzen dann, um den Schnorchel mit diesem Halter zu fixieren. Und drei Schrauben kommen dann letztendlich in den Holm rein. Allerdings sind das jetzt keine, ja, normalen Einpressgewinde, sondern einfach irgendwelche komischen Vierer, viereckigen Dinger, die da reingehen. Das kann ich ja vergessen, da kriege ich ja gar kein Loch rein. Und ohne Einbauanleitung wird das, glaube ich, nichts mit diesen viereckigen Löchern. Deswegen nehmen wir oben gleich auch einfach nur kleine Gewinde und setzen die da rein. Und unten, würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal das Megaloch da rein. Kleiner, wichtiger Hinweis für euch, Leute. GSR, Gewindeschneidmittel und Bohrschneidmittel. Ja, super cool, ist so gelförmig. Das heißt, ich mache da jetzt einen kleinen Tropfen drauf und euer Bohrer, schwöre ich euch, hält definitiv länger als... wenn ihr gar nichts verwendet. So, erste Loch, ich bin gespannt. Bei dem großen Loch in der Mitte müssen wir jetzt tatsächlich ein bisschen tricksen, weil ich hier den passenden Halter nicht mehr für die Bohrkrone habe. Das heißt, das Ding würde hier theoretisch einfach durchrutschen. Ist aber nicht so schlimm. Wir kriegen trotzdem irgendwie das Loch da rein. So, wir setzen das Ding jetzt da an. Das hat irgendwie passt, genau mittig. Zack, und das ist die Mitte, nichts anderes. Was habe ich denn da angezeichnet, ey? Mein Gott, da bin ich aber weit vom Schuss weg, ne? Das ist definitiv jetzt die Mitte. Das Ding ist ein kleines bisschen zu hoch. Das passt genau und das muss da jetzt rein. Das wird nichts. Mit einem Akkuschrauber, das geht nicht. Aber ich habe glücklicherweise noch ein China-Set rumliegen. Da habe ich nur nicht so einen fetten Durchmesser für. Vielleicht kriegen wir das irgendwie da rein. Dass wir so ein bisschen besser arretieren können. Doch, das sieht gut aus. Also wenn wir Glück haben, kriegen wir unser China-Ding da drauf. Sieht gut aus, das sieht super aus. Das ist ja ultra scheiße. Okay, ganz ehrlich, Leute, ich weiß nicht, was das für eine Horrorlochsäge ist, aber wir haben noch eine Stichsäge. Okay. Soll ja nicht langweilig werden. Innen muss natürlich auch nochmal ein Loch rein. Ist ja doppelwandig. Die ganze Karosserie ist verbeult. Es sieht aus wie ein Riesendrama. Das ist so schlecht, Leute. Ne? Unglaublich. In die Kabeltülle noch mit reingesägt dahinter. Weiß ich nicht. Ey. Nächstes Mal soll ich vielleicht noch einen stumpferen Lochbohrer nehmen. Aber komm. Das Loch ist drin. Es sieht total gruselig aus. Es ist total deformiert. Ich hoffe, dass das hinterher nicht mehr zu sehen ist. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das noch abschleifen, gerade kriegen und dann Rostschutz drauf machen und dann irgendwie den Schnorchel da dran kriegen. Ich habe schon jetzt die Pappe auf, ne? Unglaublich, ich habe gedacht, das ist super easy, aber es wart jetzt nicht mit super easy. Rostschutzmittel haben wir da, oder was ist das hier? Haftgrund? Haftgrund ist das nicht. Das könnte doch hier Lackspray schwarz matt nehmen. Gibt es irgendwo hier vielleicht vorne? Nee, da sind wir nicht dabei. Das Roststuckgrundierung. Da würde ich auch nicht sparen, Leute. Alles, was irgendwie annähernd blanker Metall ist, würde ich eiskalt mit tonnenweise von dem Zeug übersprühen. Richtig grottig. Von innen vielleicht auch nochmal gleich was drauf und dann, ja, lassen wir erstmal trocknen. So, die nächste Runde ist jetzt erstmal diese beiden Einpressgewinde da reinzukriegen. Ich weiß nicht, was das ist. Das könnte ja M5 sein, denke ich jetzt einfach mal. M5, M6 habe ich sogar hier noch liegen, glaube ich. Vorsichtig. So, irgendwie einen kleinen Ding. Der sieht gut aus, oder? Ja. Ja. Sind wir da rein von dem Zeug? Die gute Amazon-Zange, Leute. Einpressgewinde.
Setzen wir jetzt hier drauf. Es ist eine Einpress-Gewindezange. Ich würde das Ding jetzt auch nicht komplett vollständig drauf drehen, sondern dass ich jetzt so ein bisschen nur drücken muss. In der Hoffnung, dass die dann schon packen. Notfalls kann man die immer noch nachspannen. Aber ja, die müssen da jetzt auf jeden Fall rein. Und dann runtergedrückt das Ding. Nummer 2 auch. Rein und runter, das war's. Bevor der Schnorchel jetzt allerdings ans Auto kommt, müssen wir einmal diesen komischen, ominösen Winkel hier dran setzen. Ich bin mir gar nicht sicher, wie rum der jetzt gerade dran kommt. Moment. Es wird spannend, Leute. Wird es passen? Passt es nicht? Yes, das sieht gut aus. So, da oben kommt irgendwo der Halter hin. Fixieren wir mal grob die Dinger und dann müssen wir jetzt nur gucken, dass wir ihn oben noch ausrichten. Passend. Da muss das Ding letztendlich dran. Müssen wir nur gucken. Wir noch einmal anzeichnen, wo der hin soll, ob der tiefer soll oder nicht. Ich würde sagen, so irgendwie um den Dreh. So sieht der gut aus. So setzen wir das Ding da dran. Dann passt das auch von der Flucht hier. Perfekt. Genau. Zack, angezeichnet ist das Ding. Und jetzt hauen wir da einfach die Löcherchen rein. So, wieder ein kleines bisschen Korrosionsschutzfarbe, speziell für diese kleinen Minilöcher da. Und dann haben wir das schon. Yes. Nietenzange, eine Sonne. Gab's allgemein einen kleinen Bastel. Damit auch gar nichts schief geht, würde ich hier einfach nochmal so ein kleines bisschen Konstruktionskleber drauf packen. Nicht viel, aber so, dass die Löcherchen halt gut eingepackt sind. So. Ich glaube, das war wieder zu viel. So, Leute. Nike. Ihr habt gesehen, wir haben theoretisch auch drei kleine Schrauben mit so viereckigen komischen Muttern dahinter, beziehungsweise mit so Spreiznieten. Wir machen das jetzt einfach mit so drei Edelstahlnieten, funktioniert genauso gut. Nieten die Platte da drauf und dann können wir unten nochmal so ein bisschen was drum schmieren, das Ding zusammenbauen und dann ist es endlich geschafft. Ja. Weiter habe ich euch gesagt, ich habe wieder zu viel von diesem Superkleber hier benutzt. Haha, toll. Ich würde den aber, glaube ich, einfach so, wie der jetzt ist, da dran lassen. Ich würde das jetzt gar nicht abschmieren, weil im Grunde sieht das auch wirklich aus wie so eine Gummilippe. Wenn das Ding durchgetrocknet ist, lasst das einfach drauf. Das ist sowieso eine Sauerei. Wenn wir jetzt anfangen, bei diesem groben Lack hier das Zeug abzurubbeln, dann sieht das noch schlimmer aus wie vorher. Okay, weiter geht's unten. Unsere Dinger hier können auch rundherum einen kleinen kriegen. Der kriegt hier einen richtig schönen fetten drum. Oh, wir kommen der Sache endlich näher, Leute. Ja, oder das ist das Ding. Die Schrauben sind da schon drin. Jetzt müssen wir nur vorsichtig da dran fummeln und dann oben die beiden Schrauben reindrehen. Und dann haben wir den Außenbereich zumindest schon mal abgedeckt. Ich hoffe, dass das jetzt auch passt mit den Löcherchen da oben. Aber ich denke mal schon. Zuerst die unteren, würde ich sagen. Ja, hier oben ist das ein bisschen fummeliger, glaube ich, die Schrauben da reinzukriegen. Wobei, das Gewinde ist an der richtigen Stelle, perfekt. Ja gut, das ist aber irgendwie trotzdem so von der Materialqualität jetzt nicht so geil. Ne? Das sieht jetzt nicht so cool aus. Das sieht irgendwie billig aus hier mit dieser Macke drin. Der Aufkleber löst sich hier oben auch schon irgendwie. Hier habe ich jetzt einmal diese komische Tröte für, die nach vorne gerichtet ist. Und ich habe noch tatsächlich von meinem Land Rover, ich habe ja damals einen Defender, nicht Defender, hätte ich gerne gehabt, aber ich hatte einen Discovery 4. Und da gab es einen ultimativen Update. Filter! Es ist ein, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ein Zyklonfilter, der auf jeden Fall irgendwie ein bisschen cooler aussieht. Aber da gibt es auch keine Sachen, die dabei sind, um den zu fixieren. Nö, das ist eigentlich alles. Das Ding stellst du jetzt so drauf und dann war es das. Oh jo, guck mal, boah geil. Das ist geil, das finde ich super. Das ist cool. Ja, das sieht gut aus. Jetzt müssen wir hier nur fixieren einmal. Die Tacken nochmal runterdrücken. Jetzt sitzt der richtig. Das sieht aus wie eine Kennleuchte. Ist egal, komm, wir machen jetzt erstmal diese komischen Schläuche hier rein, damit wir hier auch die Ansage geregelt kriegen. Da hinten kommt jetzt der Anschluss durch. Jetzt müssen wir irgendwie durch diese ganzen Schläuche, die noch dabei liegen, irgendwo an die Ansaugbrücke kommen. Jetzt ist die Frage, wo? Die Seite wird das nicht sein, das wird die Seite sein, weil hier wird angesaugt vorne. Ja, aber ohne Betriebsanleitung ist das auch wieder super geil. Okay, Leute, jetzt haben wir mehrere Röhrchen, um den Schnorchel letztendlich auch mit der ganz normalen Ansaugung vom Fahrzeug zu verbinden.
Das ist somit der erste Schlauch. Ich bin mir jetzt nur nicht sicher, ob der so rum drauf kommt. So rum wird das Sinn ergeben, weil drunter ein Rohr ist. Eieiei, das ist aber... Ja, das ist sportlich. Kommt theoretisch von oben das Ding dagegen. Genau, das macht auch Sinn, damit das ausgespart ist für die... Die ganz nah. Da ist doch noch so ein komischer verzinkter Ring. Normalerweise müsste der jetzt hier drauf passen. Irgendwie. Mhm. Der muss da auch irgendwie schön stramm drauf. Jetzt geht die Schelle nicht raus. Doch, die geht. Die muss gehen. Die auch nochmal festziehen und die auch nochmal festziehen. Wir haben es geschafft. Yes! Das sieht komisch aus. Das sieht wirklich komisch aus. Das sieht aus wie, weiß ich nicht, ob ihr das noch kennt, wenn ihr so ein bisschen älter seid, dann gab es früher mal so Staubsauger, da waren so kleine Styroporkügelchen drin. Und immer wenn man diesen Kinderstaubsauger aktiviert hat, sind diese Styroporkügelchen da durch die Gegend geflogen. Jo, nee, weiß ich nicht. Sollen wir den Originalen? Ihr dürftet jetzt entscheiden. Ihr schreibt jetzt in die Kommentare rein, was ihr cooler findet. Nein, ihr dürftet nicht entscheiden, aber ihr könnt jetzt mitbestimmen, was besser ist. Ob man jetzt diesen Zyklonfilter nehmen sollte. Das hier, hier ist der Originale, der One and Only Original Bravo-Filter. Oder ob man den nehmen soll. Weiß ich nicht, der sieht natürlich auch cool aus, ne? Der sieht auch cool aus, aber der sieht nicht so geil aus wie der andere, finde ich, oder? Schreibt in die Kommentare, was ihr denkt, was ihr besser findet, jetzt diesen klassischen Schwanenhals-Lufteinlass oder halt den Zyklonfilter. Anyway, Leute, ich höre jetzt auf. Das Video kommt tatsächlich heute ein bisschen später online, weil ich jetzt gerade noch mich damit beschäftigt hatte. Ich habe gedacht, ich drehe heute Vormittag mal eben schon mal das Video, weil das Wetter so ganz cool ist, aber... Das hat nicht funktioniert. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert den Kanal. Jetzt kommt hier, glaube ich, der Abonnier-Button. Und auf der anderen Seite kommt ein Video, was euch vorgeschlagen wird, was ihr gerne guckt auf meinem Kanal. Yo, Lost Places, habe ich schon 100-mal gesagt, kommen weniger. Schreibt nicht immer in die Kommentare rein, wann kommen mal wieder Lost Places. Irgendwann kommen Lost Places. Nur, ja, habe ich gerade so das Projekt und ich will jetzt ein Projekt mal fertig kriegen, damit wir danach die Feuerwehr weitermachen können. Und dann machen wir nebenbei noch andere Dinge. Vielleicht gibt es Sonntag mal wieder so ein kleines, aber feines Real Talk-Video. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Und nächste Woche geht's weiter. Dachträger kommt rein, Fenster kommen rein und so ein bisschen was ist auch schon angekommen. Es wird auch um eine Solaranlage gehen, aber dazu gibt's bald in Zukunft mehr. Also, ja, lasst ein Like da, schreibt ein nettes Kommentar und wir sehen uns unten in den Kommentaren. Bis gleich. Ciao.